Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt und das ist meine Züchtung, Little Red Princess. Und ich bin wirklich stolz, dass wir diese Sorte auf den Markt bringen können. Es ist die erste kompakte Primocane-Himbeere, die auch noch dornenlos ist, die es überhaupt auf dem Markt gibt. Unter kompakter Himbeere verstehen wir eine Himbeere, die weniger als einen Meter hoch wird, vielleicht 60, 70 bis 90 Zentimeter hoch. Und genau diese Größe hält Little Red Princess ein. Was sind die Vorteile von dieser neuen, kompakten Himbeere, die wir Lowberry Little Red Princess nennen? Was sind die Vorteile dieser Sorte? Die erste ist, es ist eine Primocane-Sorte. Das heißt, sie hat die Fähigkeit, an den diesjährigen Trieben direkt Früchte um Blüten zu machen und im gleichen Jahr an diesjährigen Trieben schon Früchte zu tragen. Ein großer Vorteil, und die Triebe werden, wie gesagt, 70 bis 90 cm hoch. Der zweite Vorteil, die Sorte ist absolut dornlos, wie übrigens auch die Brombeerschwestersorte Little Red Prince. Absolut keine Dornen, also wunderschön für Kinder, für die Familie geeignet. Niemand wird da sich blutige Finger holen, ein großer Vorteil. Der dritte Vorteil, der kompakte Wuchs, der kommt einerseits von den kurzen Internodien, andererseits aber auch von dieser Fähigkeit, sehr schnell Blüten zu machen. Und drittens, man kann diese Herbsthimbeere nicht nur als Herbsthimbeere ziehen, man kann sie, wenn man will, sie auch als Sommerhimbeere ziehen. Und genau das haben wir hier gemacht. Wir haben dieses Frühjahr zwei, drei Pflanzen eingetopft, die letztes Jahr schon Früchte getragen haben. Das ist der alte Trieb, man sieht ihn hier, den braunen Trieb. Man hat abgeschnitten, was letztes Jahr im August, September schon Früchte getragen hat. Und jetzt entsteht aus jedem Trieb, aus jedem Seitentrieb, nach 10, 15 cm bildet der schon wieder Blüten und Früchte, die dann im Juni, Juli Früchte tragen werden. Und weil wir diese Pflanze ein bisschen angetrieben haben, schon früher, im Ende Mai, anfangs bis Mitte Juni, werden wir hier schon Früchte haben. Also, man sieht hier, ich habe hier vorhin geschaut, es gibt keinen Seitentrieb, der nach 10, 15 cm nicht schon Blüten angesetzt hat, Blütenknospen angesetzt hat. Und dadurch wird diese Sorte vielleicht noch kompakter bleiben, wenn man sie zweijährig kultiviert, im Bereich von 50 bis 80 cm. Wird also nicht einmal ganz einen Meter erreichen. Beide Sorten, hier diese Little Red Princess, aber auch Little Black Prince, sind perfekt geeignet, um in Kultur, auf Terrasse, Balkon, um im Topf, auf Terrasse und Balkon kultiviert zu werden und auf kleinstem Platz, auch mal auf einem Tablet, auf einem Tisch, auf einer Mauer, ihnen sehr viel Freude zu bereiten. Mit dem frischen Wachstum, mit dem frischen Grün, dann mit den Blüten und später mit den reifen Früchten. Und wie gesagt, die Pflanze bietet alle Möglichkeiten. Man kann sie als Herbsthimbeere kultivieren, man kann sie als Sommerhimbeere kultivieren und kann damit das Erntefenster, wann man Little Red Princess ernten will, selber steuern. Eine perfekte oder fast schon perfekte Pflanze für Ihren Garten, für Balkon und Terrasse. Und wenn ich gesagt habe, fast perfekt, dann geht es vor allem darum, dass ja meine Arbeit nicht ausgehen soll. Ich möchte weiter züchten, auch mit diesem Typ von Lowberries. Verloren im Labyrinth, aber ich weiß den Weg. Hier geht's zu Lubera.com, zu unserem Shop mit über 5000 Gartenpflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier geht's zum YouTube-Channel, da können Sie sich einschreiben. Hier unten, da geht's zu gartenvideo.com, wo Sie viel einfacher durch unsere über 1500 Videos surfen können. Und hier geht's zu Gärten.com, wo es mehr Garteninformation und mehr Gartenunterhaltung gibt. Und jetzt gehe ich weiter.